Ich habe mal im Internet gefragt, ob es besser ist, von Osten nach Westen zu fahren, also Richtung Bormio oder umgekehrt. Und die einhellige Meinung ist, die Straße von Ost nach West zu fahren, und zwar am frühen Morgen, weil man dann die Sonne im Rücken hat. Oder am späten Nachmittag von West nach Ost. Und genauso machen wir es. Heute fahren wir schon sehr früh in Pfunz, so gegen 8 Uhr los, um am Rechensee den ersten Foto-Zwischenstopp zu machen. Danach fahren wir weiter über Schluderns Richtung Brat und hoch zum Stilfser Joch. Das Wetter ist heute Morgen zwar fantastisch, aber dennoch haben wir irgendwie Respekt vor dem, was uns die nächsten Stunden erwarten wird. Der Rechensee, auch auf Italienisch Lago di Resia genannt, ist ein Stausee in der Gemeinde Grauen im westlichen Südtirol. Am Rechensee gab es bis zur Seestauung 1950 insgesamt 3 Seen, den Rechensee, den Mittersee und den noch heute existierenden Heidersee. Bei der Seestauung versank das gesamte Dorf Grauen und ein Großteil des Dorfes Rechen in den Fluten des Stausees, insgesamt 163 Häuser. Heute zeugt nur noch der aus dem Rechensee ragende Kirchturm vom überfluteten Altgrauen. Viel Verkehr am Rechenpass, wie immer. Auf dem Rückweg werden wir anders fahren. Wir fahren jetzt runter nach Malz und man sieht ja in der Kamera, wie viel Verkehr hier ist. In Malz biegen wir dann aber rechts ab und hoffen drauf, dass es hoch zum Stilfser Joch sich einigermaßen in Grenzen hält und nicht gerade heute irgendwelche Reisebusse oder Wohnmobile am Joch sind. So, jetzt fahren wir ins Stilfser Joch und man sieht, obwohl wir erst kurz vor 10 haben, ziemlich viel Verkehr. Und das am Wochenende ist natürlich klar. Da kommen schon die ersten vom Stilfser Joch. Es sind insgesamt 48 Spitzkehren, die ersten beiden habe ich genommen. So, wir sind bei der Kehre 40, die Kehren werden immer enger. Das Schwierige am Stilfser Joch ist nicht nur die engen Kehren, sondern dass sie dann auch ganz schön steil hochgehen. Und
und der Verkehr, Fähre 36. Man muss schön langsam fahren, weil in jeder Spitzkehre kann ein Reisebus entgegenkommen und dann wird's kritisch. Eine Frau, die fährt hinter mir und die kämpft sich auch hier hoch. Und die nächste Kehre kommt schon wieder. Kehre Nummer 30. Und jetzt geht's nur noch mit Kehren hoch. Während wir hier gemeinsam hochfahren zum Stilpserjoch, möchte ich meinen Namensvetter Jürgen Theiner zitieren, der in der Motorradzeitschrift Ausgabe 5 2020 Folgendes über das Stilpserjoch geschrieben hat. Die Königin der Alpenstraße verbirgt 48 Geheimnisse. Ob man sie nun Tornati, Kehren oder Serpentinen nennen will, alle sind sie nummeriert. Einige tragen in Stein gemeißelte Höhenangaben und andere zitieren Radsportler in bunten Farben auf ihrer zerschundenen Fahrbahn. Jede der 48 Serpentinen ist einzigartig und selbst nach dem hundertfachen Befahren immer wieder überraschend. Man liebt sie alle deswegen oder man hasst jede einzelne. Jeder Zweiradfahrer möchte bestimmt ein einziges Mal in seinem Leben mit seinem Zweirad hoch auf das Stilpserjoch. Das stand bei uns schon lange auf der Liste, nie haben wir es geschafft. Und so kämpfen wir uns heute Kehre für Kehre langsam hoch bis zur Tibethütte. Wir sind schon viele Pässe gefahren, aber das Stilpserjoch ist fordernd. Und da zitiere ich Jürgen wieder, der schreibt: Die Straße lässt wenig Ruhe zu. 48 Mal muss überlegt, gebremst, wollen Gänge ruckelfrei gewechselt werden. 48 Mal muss gefühlt auf einem Handtuch gewendet werden. 48 Mal will das Helmvisier nach einem spannenden Ausatmen beschlagen. Genauso ergeht es uns heute am Stilpserjoch. Von der Berghütte Franzenshöhe aus sehen wir schon ganz oben am Stilpserjoch die Tibethütte, unserem heutigen Tageszwischenziel. Wir starten, nehmen die letzten Serpentinen und genießen dann von ganz oben die Aussicht und die Sonne. Das Stilpserjoch oder auf Italienisch Passo dello Stelvio ist ein Gebirgspass in den Adleralpen mit einer Höhe von 2757 Meter über dem Meeresspiegel. Das Stilpserjoch ist der höchste Gebirgspass in Italien und nach dem Col de l'Isère der zweithöchste asphaltierte Gebirgspass der Alpen. Er verbindet Bormio und Prat. Wir kommen von Prat hoch und werden weiter Richtung Bormio fahren.
fahren nun die letzten Meter hoch zur Passhöhe, am berühmten Bratwurststand vorbei, an Parkplatz suchenden Motorrad- und Autofahrern und biegen dann links hoch ab zur Tibethütte, um den grandiosen Ausblick zu genießen. Das ist mein Zwischenfazit vom Stilfser Joch, die Königin der Alpenstraße. Wie Jürgen geschrieben hat, verbirgt das Stilfser Joch 48 Geheimnisse. Es lohnt sich, einmal hochzufahren. Fahrt aber nicht am Wochenende, fahrt früh morgens oder am späten Nachmittag. Dann könnt ihr die Straße für euch genießen. Es ist wenig Verkehr und es lohnt sich auf jeden Fall. Wir fahren dann runter Richtung Bormio und zu einem Geheimtipp, der nicht jedem Motorradfahrer bekannt ist, aber auf jeden Fall einmal im Leben gefahren werden sollte.